James, ist dieses Schwert nicht fantastisch? Allerdings, es wurde von Japans bestem Shogun-Kämpfer benutzt. Etwa 1200 nach Christi Geburt, das hatten wir doch in Geschichte. Es war aber 1190. Was war denn das? Das war ein Wurfstern. Aber wer hat ihn geworfen? Ich würde sagen, die da. Ich schätze, die haben keinen Eintritt bezahlt. Geht in Deckung. Hey, darf ich mal eure Eintrittskarten sehen? Hier, bitteschön. Die sind ungültig. Hey, du Karate-Witzbold, lass dieses Schwert hier. Beeilt euch, mal los. James, komm mit. Warte, Tracy. Überlass die Kerle lieber mir. James! Mein Gott, Tracy! James, hilf mir! Ich hab noch nie ein Flugzeug verpasst und auch noch keinen Hubschrauber. Hände weg von Tracy! Siehst du, das hast du nun davon. Komm, Tracy, fliegen wir zurück. Und wie sollen wir landen? Etwa so. Da kommt dein Vater, tu, als wäre nichts gewesen. Hi, Daddy. Ich dachte, ihr seid im Museum und studiert die japanische Kultur. Da waren wir schon, Sir, und jetzt wollten wir noch ein paar Ausgrabungen machen. Job to do while he rescues the girl. James Bond Jr. chases Scum around the world. Aber James, wie kannst du so sicher sein, dass Scum dahinter steckt? Weil alle Anzeichen auf einen ihrer teuflischen Pläne hindeuten. Die Frage ist nur, auf welchen Plan? Wird nicht einfach sein, dahinter zu kommen. Da steigen die in das britische Museum ein und klauen ausgerechnet so ein altes Schwert. Hört zu, Leute. Es war nicht irgend so ein altes Schwert. Es war ein ganz besonderes Schwert. Das Schwert der Macht. Aus der Kamakura-Zeit ein Shogun-Schwert hergestellt aus dem Metall eines Meteoriten. Dem Buch zufolge hat die magische Kraft des Schwerts dem Kaiser Yoritomo an die Macht verholfen. Wie schrecklich. Genau wie bei Excalibur und diesem König Arthur. Das ist alles sehr interessant, aber es erklärt noch nicht, wozu Scum das Schwert unbedingt braucht. Du sagst es, Einstein. Darin könnte die Antwort liegen. In einer Rose? Oh je, Einstein. Ich wusste, eines Tages wirst du durchdrehen und Rosen züchten. Ich liebe Rosen. Ach ja? Dann mach doch Einstein mal schöne Augen. Vielleicht schenkt er dir einen Rosenstrauß. Ich glaube nicht, dass sie sich über Kunstblumen freuen würde. Das ist nämlich keine Rose, sondern eine Mikrokamera. Einstein, wie konntest du nur? Fotografieren ist im britischen Museum verboten. Aber wir werden dich nicht den Museumswächtern ausliefern, wenn die Fotos uns einen Hinweis darauf geben, was Scum vorhat. Au, hey, der steht auf meinem Fuß! Wird Zeit, ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Du hast den Griff des Schwertes fotografiert. Kannst du es vergrößern? Kein Problem, James. Mach noch ein paar Abzüge für mich, damit ich sie den Museumswächtern bringen kann. Da sind Zeichen eingeschnitzt. Sieht aus wie eine Art Karte. Du hast recht, Tracy, das könnte es sein. Und ich möchte wetten, dass es genau das ist, was Scum haben will. Aber wozu? Was ist auf der Karte? Das ist eine gute Frage, Einstein. Doch wie man sieht, ist die Antwort darauf leider verschlüsselt. Hey, ich wette, mein Vater könnte den Code knacken. Das bezweifle ich, Gordo, denn es sind alte japanische Schriftzeichen. Es gibt nur ein halbes Dutzend Gelehrte auf der Welt, die das entziffern können. Ich glaube, Professor Tanaka, der dieses Buch geschrieben hat, könnte uns weiterhelfen. Nichts wie hin zu ihm. Er lebt in Japan. Ja, natürlich. Wir müssen irgendwie nach Japan kommen. Was wollt ihr denn im Land der aufgehenden Sonne? Es gehört sich nicht zu lauschen, Trevor. Ich finde schon. Sonst erfahre ich doch keine Neuigkeiten für Mr. Milbanks. Ich warne dich, Trevor. Versuch doch, mich aufzuhalten. Hey, Jungs, wo bleibt ihr denn? Entschuldigung, ich muss erstmal zu Mr. Milbanks. Nach dem Training. Oh, wie Sie wünschen. Tata, da wird es wohl für euch Arrest geben. Kommt schon, Jungs.
Wenn Trevor uns verpfeift, kommen wir nicht aus der Schule. Dazu wird dieser Fiesling nicht kommen, wenn ich ihn in die Finger kriege. Nein, wir müssen das auf andere Weise verhindern, sonst kriegt er noch mehr Wut auf uns. Ich habe eine bessere Idee. Du trägst Trevor für den Geländelauf ein? Das wird ihn etwas aufhalten. Ich werde schon mal in Richtung Mr. Milbanks lossporten, wenn ihr nichts dagegen habt. Okay, Jungs, das reicht für heute. Ab mit euch unter die Dusche. Außer dir, Noseworthy. Du hast dich für den Geländelauf eingetragen. Was? Für den Geländelauf? Das kann doch jetzt nicht... Jetzt gibt es kein Zurück mehr, Trevor. Aber es wird ein leichter Lauf. Nur 15 Meilen. 15 Meilen, sagen Sie? Und damit du nicht so allein bist, begleite ich dich ein Stück. Nicht so schnell, Mr. Mitchell. Ich bin doch kein Rennpferd. Spar dir deine Puste, Trevor. Du wirst sie brauchen. Geschafft! Ich bringe euch noch bis zum Dorf, aber dann müsst ihr euch allein durchschlagen. Kein Problem, Mr. Mitchell. Ich habe Daddy Bescheid gesagt. Sein Chauffeur holt uns mit dem Hubschrauber ab und bringt uns zum Flughafen. Wohin, Mr. Mitchell? Einer meiner Schüler macht einen Geländelauf und ich möchte aufpassen, dass er nicht abkürzt. Und diese Schüler da? Wir wollen ihn anfeuern, damit er durchhält. Nun zeig mal her, was du mitgebracht hast, Einstein. Meine neueste Erfindung, eine zusammenklappbare Mini-Armbrust. Ich hoffe, sie funktioniert, wenn ich sie brauche. Meine Erfindungen funktionieren immer. Ja, aber manchmal auf ziemlich unerwartete Weise. Infrarotgläser, mit denen du im Dunkeln sehen kannst. Die könnte ich beim nächsten nächtlichen Rendezvous gebrauchen. Wow! Wozu brauchen die kleinen Japaner eine so große Stadt? Warum tragen die alle Fallschirme? Diese Kleider heißen Kimonos. Was denn, Klamotten sollen das sein? Hier würde mir das Einkaufen echt Spaß machen. Ja, hier sieht man endlich mal Kleider, die nicht jede zweite Engländerin trägt. Hier ist das Nationalmuseum, wo Professor Tanaka arbeitet. Ihr könnt euch ja die Stadt ansehen, während ich das entziffern lasse. Das ist ja eine hervorragende Arbeitsteilung, James. Du arbeitest und wir machen ein bisschen Urlaub. Ja, ich dachte, dass dir das gefällt. Tut mir leid, Mr. Bond. Professor Tanaka ist im Augenblick nicht zu sprechen. Ich kann warten. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mir das gern mal ansehen. Da müssten Sie aber sehr lange warten. Ich schlage vor, Sie gehen zu dem Tempel, in dem er gerade meditiert. Hier ist die Adresse. Sagen Sie bitte, meditieren Sie auch? Darüber muss ich erst mal meditieren. Aber Mr. Mitchell, ich muss unbedingt mit Mr. Milbank sprechen. Natürlich, Trevor. Aber du musst dich vorher noch ein bisschen ausruhen. Du bist heute eine lange Strecke gelaufen. Leg dich erst mal hin. Da haben Sie recht. Ich bin so müde. Ja, schließ die Augen, Trevor. Und schlaf ein bisschen. Schlaf! Entschuldigen Sie, sind Sie Professor Tanaka? Ja, ich bin Professor Tanaka. Mein Name ist Bond, James Bond Junior. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich sehe, dass Sie unsere Sitten respektieren, junger Mann. Das ist doch wohl selbstverständlich. Und womit kann ich Ihnen dienen? Hey, entschuldigen Sie, meine Herren, was soll das? Lassen Sie mich los, was erlauben Sie sich? Au, Sie tun mir ja weh, Sie Flegel! Keine Angst, Professor, ich habe mich nur zurückgehalten, weil man im Tempel nicht kämpft. Polizei. Genau zu der wollte ich gerade. Hey, es hätte schlimmer kommen können. Aber nicht viel. Zuerst wird Professor Tanaka entführt und das vor meiner Nase und dann werde ich wegen Fahrraddiebstahls verhaftet. Gott sei Dank hat sich Mr. Mitchell eingeschaltet und die Polizei über dich aufgeklärt. Aber jetzt, wo der Professor weg ist, haben wir keine Spur mehr. Vielleicht doch. Einstein, darf ich noch mal einen Blick auf die Fotos werfen? Na klar. Na sowas. Ich dachte, Sushi wäre ein kalifornisches Gericht. Das ist Sashimi, Gordo. Sashimi, Sashushi, Fisch ist Fisch, finde ich. Und es ist alles noch roh. Wirklich lecker. Also, ich mag es ja, wenn der Fisch frisch ist, aber nicht, wenn er noch zappelt. Seht mal, das ist der Hubschrauber, den die Entführer benutzt haben. Was nur dieses Symbol zu bedeuten hat. Nun, das ist das Markenzeichen der Carver Company. Carver?
Ein Elektronikunternehmen. Soweit mir bekannt ist, soll es der Yakuza gehören. Einer Frau? Die Yakuza ist die japanische Version des organisierten Verbrechens. Einstein, jetzt kann ich deine Armbrust gebrauchen und noch etwa 50 Meter Seil. Wozu denn? Naja, ich habe vor, ein bisschen herumzuhängen. Mein Onkel James hat das dutzende Male so gemacht. Zumindest behauptet er das. Er sagt, das wäre keine Kunst. Der hat gut reden. Und rechts und links und rechts und links und rechts und links und rechts und links und rechts und links. Sayonara, Bond Junior! No! Wo geht's denn jetzt hin? Oh, etwas hart. Willkommen in meinem Haus, Mr. Bond. Ich glaube, Sie hätten noch ein paar Übungsstunden bei Ihrem Onkel nehmen sollen. Dr. No, also Sie haben das Schwert aus dem britischen Museum gestohlen. Aber ich bitte Sie, nicht ich, dafür habe ich doch meine Leibgarde. Und ich habe gehört, sie konnte sie nicht aufhalten. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie japanische Kunstgegenstände sammeln. Warum denn nicht, wenn Sie mir dabei helfen, ein großes Ziel zu erreichen, nämlich die Weltherrschaft? Ein ziemlich verwegenes Vorhaben für einen Mann Ihres Alters, finden Sie nicht? Man ist so alt, wie man sich fühlt, und mit diesem Schwert fühle ich mich jung. Das schneidet ja Metall wie Butter. Dieses Schwert besteht aus einem Material, das es auf diesem Planeten nicht gibt. Ist ja ein Ding. Was Sie hier sehen, ist eine der modernsten Waffen, die die Militärwissenschaft hervorgebracht hat. Ich glaube es Ihnen ja. Ich wollte Ihnen nur die Durchschlagskraft eines normalen Lasers demonstrieren. Jetzt leiten wir den Laserstrahl mal durch das Schwert. Und Sie werden sehen, dass es die Kraft des Strahls verhundertfacht. Na hoppla! Wenn ich den Meteoriten finde, aus dem dieses Schwert hergestellt wurde, werde ich eine Laserwaffe herstellen, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hat. Sie verstehen sicher, dass ich Ihnen dazu kein Glück wünsche. Das werde ich gar nicht brauchen. Mit etwas Überredungskunst gelang es uns, Professor Tanaka davon zu überzeugen, den Code zu entschlüsseln und so die Position des Meteoriten zu bestimmen. Sicher dank Ihres gewinnenden Lächelns, Dr. No. Und jetzt, Mr. Bond, nach so einem schweren Tag empfehle ich Ihnen ein schönes, heißes japanisches Bad. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich habe schon letzte Woche gebadet. Oh, aber wenn ich nun einmal darauf bestehe. Wie es aussieht, habe ich einen Freund in gehobener Position. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit, es sei denn, Sie können fliehen. Danke für den Ratschlag. Hinterher, los! Wie denn, Meister? Na damit, du Idiot! Oh, eine hübsche Aussicht! Aber ich kann sie irgendwie nicht genießen. Achtung, ein Ast! Siehst du, das hast du nun davon. Auch beim Fliegen gilt Abstand halten. Hoffentlich kommt keine Fahrkartenkontrolle. Ui, die japanischen Schaffner sind aber flink. Hey, ist dieser Auspuff mit Katalysator? Warum ist er denn ausgestiegen? War doch gar keine Haltestelle. Da unten scheint der Service besser zu sein. Einen Schokoladenmilchshake bitte. Und zwar geschüttelt, nicht gerührt. Gordo? Einstein, wo seid ihr? Wir sind zu den Sumo-Kämpfen gegangen. Wir treffen uns dort. Ich glaube, ich habe für heute genug Kämpfer gesehen. Guten Abend. Ich habe Ihnen etwas Tee gekocht. Das ist aber wirklich nett von Ihnen. Ich habe Ihnen auch ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk? Ach, etwa für mich? Von wem ist es? Es ist von Scum.
Ich habe Sie ganz schön erschreckt, hm? Mit diesem Messer wurde Ihr Seil am Kawa-Hochhaus durchgeschnitten. Wie haben Sie es bekommen? Ich habe es dort gefunden, wo Sie dieses hübsche kleine Spielzeug verloren haben. Dann haben Sie mich also vor Dr. No's heißem Bad gerettet. Es war mir ein Vergnügen. Aber wer sind Sie? Beantwortet das Ihre Frage? Die Sekretärin von Professor Tanaka. Nein, ich bin seine Tochter. Ich heiße Kirschblüte. Zuerst dachte ich, Sie wären einer der Entführer meines Vaters. Ich verstehe, deshalb sind Sie mir gefolgt. Aber dann habe ich gesehen, wie Dr. No versucht hat, Sie umzubringen. Ich bin so froh, dass er es nicht geschafft hat. Jetzt müssen wir unbedingt verhindern, dass er den Meteoriten findet. Sie haben die alte Schrift übersetzt, die in den Griff des Schwertes eingraviert ist? Natürlich. Ich bin die beste Schülerin meines Vaters. Also, ich weiß nicht, Phoebe. Wir sollten das besser nicht tun. Was sollten wir denn sonst tun? Wir haben seit gestern nichts mehr von James gehört und wir wissen, dass er hierher wollte. Was kann uns schon passieren? Hilfe, ich fliege! Das ist die Insel, die im Griff des Schwertes beschrieben wird. Dort müssten wir Dr. No und ihren Vater finden. Ich könnte wetten, dass diese chinesische Junke Dr. No gehört. Fragen Sie sie nach Benzin, Sherry. Hallo, ich habe kein Benzin mehr. Könnten Sie mir vielleicht aushelfen? Hey, sprechen Sie nicht meine Sprache? Hören Sie, in Not kann man schneller geraten, als man denkt. Willkommen an Bord. Vater! Tochter, was tust du denn hier? Na, ich rette dich. Das ist das Mindeste, was ich dir schuldig bin. Eine gut erzogene Tochter weiß eben, was sich gehört. Was wollen Sie hier? Schon in Ordnung, Vater. James hat mir geholfen, dich zu finden. Ach, so ist das. Entschuldigen Sie, Dr. No ist schon auf der Suche nach dem Meteoriten. Wir müssen unbedingt vor Ihnen da sein. In den Bergen ist ein Krater, den der Meteorit geschlagen hat, als er vor Jahrhunderten auf die Erde gestürzt ist. Diese Höhle führt in den Berg. Vielleicht ist Dr. No dort hineingegangen. Sicher. Die alten Priester haben ihren Tempel dort erbaut, wo der Meteorit gelandet ist. Was haben Sie vor, James? Ach, also, ich werde mir das mal genauer ansehen. Sherry, Sie und Ihr Vater sollten die Polizei mit dem Funkgerät auf unserem Schiff benachrichtigen. Hier an dieser Stelle muss der Meteorit zu finden sein. Los, sucht ihn! Und beeilt euch! Wenn die beiden jetzt noch nicht die Polizei benachrichtigt haben, dann könnte es brenzlig für mich werden. Wir haben überall gesucht, Meister, aber von den Meteoriten keine Spur. Ach, tatsächlich? Dann sucht weiter. Ich muss den Meteoriten haben, verstanden? Ja, natürlich, Dr. No. Ich hoffe, dem guten Doktor macht es nichts aus, wenn man einfach so hereinschneit. Was war das? Ach, wahrscheinlich eine von diesen verdammten Fledermäusen. Also? Schlechte Nachrichten, Meister. Wir haben überall gesucht und nichts gefunden. Wahrlich, das sind schlechte Nachrichten. Aber für euch... Oder für dich. Oh. Das ist wieder dieser Bond Junior. Fangt ihn! Hey, wieso helft ihr ihm und nicht mir? Na, das gleich. Das Schwert verstärkt die Laserstrahlen. Dieser aufdringliche Kerl kriegt es jetzt mit mir persönlich zu tun. Die Laserstrahlen haben die Statue erschüttert. Dein letztes Stündlein hat geschlagen, Bond Junior. Diese Höhle wird deine ganz persönliche letzte Ruhestätte sein. Jetzt haben sie den Buddha verärgert. Nein, du hast mich verärgert. Jetzt habe ich dich. Und jetzt nicht mehr.
Ich verfluche dich, Bond! James! James, wo bist du? Hier oben! Eins muss man Dr. No lassen. Er weiß, wie man eine Party schmeißt. Aber ich hasse es, hinterher aufräumen zu müssen. Wo ist Dr. No? Er scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Da kennen Sie ihn aber schlecht. Ich befürchte, dass wir mit Dr. No noch öfter zu tun haben werden. Wir haben den Meteoriten gefunden! Die alten Priester haben die Statue direkt über ihm errichtet. Und weil sein Einschlag auf der Erde sicher eine Katastrophe verursacht hat, glaubten sie, dass er große Macht besitzt. Und wo ist der Meteorit jetzt? In den Labors von Wissenschaftlern. Wo seine Kräfte so genutzt werden, wie die Priester es beabsichtigt hatten. Für Gutes und nicht für Böses. Ich kann mir vorstellen, dass das Essen ganz gut schmeckt. Ich fürchte, nur mit diesem Besteck werde ich es nie erfahren. Was hast du bestellt, Phoebe? Weiß ich nicht genau. Mein Japanisch ist leider nicht so besonders. Wenn ich's mir recht überlege, hätte ich doch lieber ein Sandwich mit Erdnussbutter bestellen sollen. Hat Trevor uns bei Mr. Milbanks verpfiffen, Mr. Mitchell? Nein. Als er von seinem Lauf zurückkam, hatte er das Bedürfnis, sich auszuruhen. Das sieht ihm ähnlich.